Eigentlich wollte Lars Eiternick nur mal kurz seine Raubfischroute von seinem Sportboot aus in die Elbe halten, um den Sonntagnachmittag ausklingen zu lassen. Dann gab es einen heftigen Biss und der Fockeroder Sportangler wusste sofort, dass dieser Nachmittag stressig wird. Im Bereich der Schlangengrube begann der Kampf mit einem Fisch, der nicht unter 40 Kilogramm wiegen sollte. Zu diesem Zeitpunkt wusste der Angler nicht genau, was er da an seiner Angel hatte, vermutete aber und sagte, nur ein Fisch kann solch eine Kraft aufbringen, und zwar ein Wels. Immer wieder blieb das Boot durch den Zug des Fisches auch gegen die Strömung der Elbe stehen. Nach einem etwa 30-minütigen Kampf gelang es, das Boot an eine Buhne zu steuern und mit festem Boden unter den Füßen das Tier anzulanden. Ein Wels mit einer Länge von 1,87 Meter und weit mehr als 40 Kilogramm zog Eiternick aus dem Wasser. Ein Muttertier lässt man wieder frei und außerdem hat dieser Wels eine zweite Chance verdient, sagte er und schnitt dabei eine Posing-Schlinge ab, die den Wels schon über Jahre hinweg behindert haben musste. Diese Schlingen werden durch das Maul an den Kiemen wieder herausgeführt, um das Tier über einen gewissen Zeitraum im Wasser ohne Kescher gefangen zu halten, bis der Mann mit dem Fotoapparat kommt, um das Posing-Bild zu machen. Für Lars Eiternick war es der größte Fisch, den er an diesem Tag gefangen hat. Für den Fisch war es Glück und Segen zugleich. An einen Angler wie Lars Eiternick gekommen zu sein, hat er das Leben des Welses einfacher gemacht.